Ja, Olla aus dem Robinson Club. Cala Serena, ich sitze gerade auf meinem Balkon. Die lieben Freunde und anderen Seminarteilnehmer sind gerade auf dem Segelboot unterwegs. Und ich habe die Zeit für mich genutzt, alleine zu nutzen, heute mal Buch zu lesen. Ja, eben am Strand gewesen. Das Wetter ist auch wunderbar mittlerweile hier und hab mal so heute Morgen mich reingehorcht und gedacht, so, ich brauche mal wieder eine kleine Auszeit für mich und meine Gedanken. Und ja, genieße hier heute Nachmittag den Nachmittag allein. Gleich haben wir noch, jo, im Prinzip das letzte Abendmahl. Morgen ist der letzte Tag des Seminars. Das Wetter wird jetzt leider, was heißt leider, wird jetzt richtig schön hier. Ich verbringe morgen noch einen Tag auf Mallorca und Donnerstag geht es für mich zurück. Und ja, bin froh, dass ich so achtsam mit mir war, zu erkennen, dass heute mal wieder Ruhe angesagt ist und Ruhe für mich wichtig ist. Und lümmel jetzt hier so auf meinem Balkon rum, bin, auch wenn ich das Seminar jetzt zum zweiten Mal wiederhole, ziehe ich wieder ganz, ganz neue Erkenntnisse für mich daraus. Ali Hinze, der das als Referent hier das Seminar leitet, und Steffen Thorhold von Sport and Life, der das organisiert jedes Jahr mehrfach. Ja, bin wie gesagt von Ali einfach fasziniert. Er ist ein Herz. Er ist, ich sag mal, das, was er hier als Referent weitergibt, ist das, was er für sich selber auch erarbeitet hat in seinem Leben. Er hat eine Lebenshaltung, die einfach, ja, strahlend ist. Er als Mensch strahlt. Und zwar, er lächelt. Er hat es geschafft für sich, eine Gelassenheit, eine gelassene Haltung für sein Leben und fürs Leben einzunehmen, die einfach nur nachahmenswert ist und die einfach überschwappt auf die Teilnehmer und ihn einfach so zum Vorbild werden lassen, wo ich denke, davon möchte ich gerne mehr. Und von einem Menschen wie ihm kann man nur mehr lernen wollen, weil er einfach ansteckend ist in seiner Offenheit. Und wir haben ja auch andere Unternehmer kennengelernt, die mal reingeschnuppert haben in das Seminar und auch begeistert sind, insbesondere auch von ihm, weil er einfach für sich auf eine Ebene gekommen ist, dass er das Leben leichter, spielerischer nimmt, bei aller Ernsthaftigkeit, die es bietet, aber sich von seinen Gedanken nicht so einfangen lässt und von seinen Ego-Gedanken einfangen lässt, sondern die mehr von außen betrachtet und sie, ja, durch Selbstmanagement, was er hier ja auch lehrt und referiert, ja, steuern kann und so das Leben etwas spielerischer für sich werden lässt, genussvoller werden lässt, das Leben auch in einem ganz anderen Kontext stellt, als den Verstand in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Verstand als Werkzeug zu nutzen dafür, wofür er gut ist, aber für viele Dinge eben nicht das richtige Instrument ist, wo dann mehr Intuition und Bauchgefühl gefragt ist, was uns im Leben weiterbringt, Neues lernen lässt und das Leben auch mehr genießen lässt. Ich bin, wie gesagt, wahnsinnig inspiriert und durfte heute Mittag noch ein ausgiebiges Gespräch mit ihm genießen. Das ist einfach so, so inspirierend. Mich steckt es an. Das ist, ja, er spricht mich an. Davon möchte ich gerne mehr von dieser seiner Haltung auch lernen. Ich finde es auch immer toll, Menschen zu treffen, von denen man lernen möchte. Ich meine, auch wenn ich 50 bin, habe ich einfach nur Bock darauf zu lernen, in diese Richtung weiterzugehen. Und so gesehen ist dann ein Aufenthalt hier einfach eine gute Investition in mich selber als Mensch, worauf ich aufbauen kann, auch für meinen Alltag, der kommen wird. Aber er lehrt einfach auch Methoden, ganz einfache Methoden, wie man sich in seinem Alltag besser steuern kann, wie man sich aus Stress rausholen kann, wie man mit Angst, mit Ängsten umgehen kann, aktiv umgehen kann. Es sind einfache, ganz einfache Dinge, die er für sich erarbeitet hat als Methoden und Werkzeuge, die ich hier natürlich nicht verraten werde, weil gönnt euch einfach, ja, diese Art von Seminar. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich mache es das dritte Mal, mal abgesehen davon, dass es in einem solchen Umfeld, abseits von zu Hause, abseits des Alltages, wesentlich besser und einfacher ist zu lernen, weil ein Spaßfaktor, ein Erholungsfaktor dazu kommt. Also man ist vom Grunde her gelassener und entspannter. Von daher ist man aufnahmefähiger für neue und innovative Dinge und wird nicht von seinem eigentlichen Alltag abgelenkt. Also das, alleine diese Form ist schon nachahmenswert für Seminare und Fortbildung. Das kannst du nicht alleine zu Hause im Wohnzimmer machen. Das funktioniert nicht.
Also so gesehen, tolle Inspiration mal wieder und nehme hier ja neue Dinge mit für meinen Alltag, die ich weiterhin integrieren werde, und so lernt man halt Step by Step dazu. Genieße hier noch den schönen Abend und wünsche euch noch eine klasse Woche. Also, ciao, ciao.